gleich los, geht gleich los, geht gleich los. Jetzt. Na? Bisschen laut die Musik, hä? So. Ein bisschen leiser gemacht. Ja, Leute, Tag auch. Da sind wir wieder. Und ich habe euch für heute Evocron Legacy angedroht. Ja, Evocron Legacy, das ist Englisch und bedeutet auf Deutsch Evochron Lekaky. Ja, wir hatten ja in letzter Zeit schon mal ein bisschen reingeguckt, hier so eliteartige Spiele, die nicht Elite sind, sondern nur derartig. Und Evocron Legacy, das haut so ein bisschen in die Kerbe rein. Und wenn ihr euch das jetzt gleich anguckt und denkt, will der uns verarschen oder was? Was ist das denn für ein Ding? Wie sieht das denn aus? Leute, ist ein aktuelles Spiel, wird aber, Achtung, jetzt kommt's, von einem einzigen Typen entwickelt. Von einem. Einer macht das. Alles. Spiel, alles. Evocron, Legacy. Ja, also von daher muss man natürlich da ein paar Abstriche machen. Aber das Ding ist wirklich überraschend komplex. Hat ein ziemlich gewöhnungsbedürftiges UI. Das werdet ihr gleich sehen. Und vor allen Dingen, wer den Spaß geben will, die Tutorials durchzumachen, der wird da gewaltige Walls of Text erleben. Also das ist richtig heftig. Warte mal, ich habe hier gerade irgendwie mit meinem Kabel hier totales Brittelprattel. So. Also wer sich das antun will, der braucht viel Geduld und muss bereit sein, sich durch einiges an Lesestoff durchzukämpfen. Also das ist wirklich heftig. Nun gut. So. Dann gucken wir da einfach mal rein. Also ein Teil von dem Ganzen wird jetzt natürlich durch meine Fresse verdeckt. Die wollte ich jetzt doch nicht ausblenden. Aber ich denke mal, das meiste kann man so erkennen. Also das allein, was man hier vor sich sieht, das ist jetzt das Interface, das erscheint, wenn man an eine Station angedockt ist. Dazu gehört aber eigentlich nur... Moment, wo bin ich? Ich bin im völlig verkehrten Fenster. Dazu gehört aber eigentlich nur das hier. Das da. Und das hier unten, das ist schon... Das ist schon Schiffsdisplay. Und die Sache ist jetzt die, mit diesen Walls of Text, also ich habe da mal reingeguckt und gemacht, getan und habe so die Basic Tutorials durchgemacht. Aber beispielsweise, wenn ich mir hier sowas angucke wie Ship Configuration und was man wie machen kann, da bin ich doch ein klein bisschen noch überfordert, weil so weit bin ich dann doch im Tutorial nicht gekommen. Und jo, ich will jetzt hier auch keine Tutorials machen oder so, sondern ich dachte mir, komm, gucken wir einfach mal, was geben tut. Ja, man kann also hier wie in Elite wohl Aufträge annehmen oder irgendwelche Items handeln und hier auch gleich seine Ausrüstung kaufen. Ich war also so frei und habe schon mal so ein bisschen mein Schiff aufgerüstet. Oh, Moment, ich sehe gerade. Nee, habe ich doch nicht. Ja, zum Beispiel wollte ich hier mal so ein Fulcrum Drive, mache ich mal das hier raus und hier das C5 bauen wir rein. Okay, dann haben wir eine Shield Battery X1 und da eine X5, die kann ich mir im Moment nicht leisten. Okay, ja, also so einfach rüstet man da irgendwas um, glaube ich zumindest. Ja, und genauso einfach und oder auch schwierig kauft und verkauft man da auch Sachen. Gut, gucken wir mal, was es an Contracts gibt. You've been invited to a timed race event. Das sieht gut aus. Also Rennen ist immer schön. Wollen wir mal ein Rennen machen? Machen wir mal ein Rennen. Also Rennen gibt es ja in Elite nicht. Und ich habe es ja letzt auch hier unserem guten Chris gesagt, der öfter mal dabei ist. Er sagt also, wer hier ein Rennen spielt, okay, der wird damit vielleicht ein bisschen glücklicher werden als bei Freelancer, wo das mit dem Rennen ja ein bisschen derb war. Kommt her, wir machen mal ein Rennen. Wir machen mal ein Rennen und dann seht ihr auch gleich mal die
Also das ist jetzt tatsächlich die Spielgrafik, ja. Es gibt da auch ordentlich Tastenbelegung zu. Da könnt ihr euch sicher sein, das ist heftig. Und man kann auch FA-Off fliegen. Das funktioniert aber ein bisschen anders wie in Elite. Also wie ihr seht hier die Steuerung. Ja, ich steuere jetzt hier mit Hot Ass und steuere in irgendeine Richtung und lass los. Ich fliege zwar weiter in eine Richtung, aber ich habe hier nicht die Problematik, dass das Schiff einfach weiter dreht oder so. Also das lässt sich schon ein bisschen besser kontrollieren. So. Und das ist die, also nun die Station, von der ich gerade losgeflogen bin. Könnt ihr euch auch mal angucken, wie sowas aussieht. Da. Ja, da unten geht es noch mächtig viel weiter, aber damit kann ich im Moment noch nicht interagieren, glaube ich. Gut, aber jetzt wollen wir ja zum Rennen fliegen. Warte mal, wo ist das denn? Das Rennen ist hier. Das hier ist übrigens das ganze Universum, mit dem wir rumfliegen können. Hier bin ich jetzt im Moment. Jetzt probiere ich hier mal wieder rein zu zoomen. Und das ist schon mal schief gegangen. Geil. Ja, plopp, plopp, plopp. Da gibt es bestimmt auch Tricks, die ich einfach noch nicht geschnallt habe. So, mal gerade gucken. Rearview. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann geht's los. Ja, Quantum Travel is now on. Busch. Oje, oje. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn mein Dingspunkt? Da ist mein Waypoint. Okay, da müssen wir hin. Glaube ich zumindest. Da geben wir mal ordentlich Stoff. Also ein Booster gibt es auch. Achso, ja, da sehen wir schon. Da ist schon so eine Art Tunnel. Ja, und hier geht es eben sehr auch mit Schub und Gegenschub. Also wenn man eine Anaconda geflogen hat oder eine Corvette oder noch schlimmer ein Cutter, der wird das kennen. Mit der Massenträgheit, die einem hier vorwärts jagt. Und wenn wir jetzt hier zum Wegpunkt fliegen, das weiß ich schon aus Erfahrung, dann geht's gleich los mit dem Rennen. So, 99 Ringe muss ich durchfliegen. In 135 Sekunden. Auf geht's. Kennt jemand von euch noch das Spiel Aliens auf dem C64? Da war der Anfang ungefähr genauso. Da muss man auch durch so einen Tunnel fliegen. Wenn er denkt, was macht denn der hier für einen Scheiß? Warum gibt denn der nicht mal ein bisschen Stoff? Hier fliegt man schneller raus, als einem lieb ist. Das ist erstaunlich, bis jetzt bin ich noch nicht rausgeflogen. Ja, trotzdem die Frage, ob ich es schaffe. Ja gut, ich kann das Ganze hier natürlich noch ein bisschen mehr beschleunigen. Aber dann wird es relativ schnell unübersichtlich. Da musst du echt aufpassen. Jo, schaffen wir locker. Wenn ich jetzt noch Scheiße baue. Was hast du drauf gegeben? 40.000 Credits oder sowas, ne? Da kann ich mir doch wieder richtig dumme Scheiße kaufen. Musst du echt mit den Schubdüsen mitsteuern. Ah, fuck! Und ein verfehlt. Nein!
Boah, schaffen wir das noch? Boah! Letzte Sekunde, geschafft! Gunman, hast du damals nicht gespielt? Aliens, das war so eine Sammlung von Minispielen. Du musst erst mit deinem Dropship durch solche Ringe fliegen, runter auf die Oberfläche von LV-24-6. Dann musstest du 4 Marines zu deinem Schützenpanzer dahin bringen, zu dem APC. Und du konntest immer nur einen kontrollieren. Und die waren alle in unterschiedlichen Abschnitten von so einem Labyrinth. War ganz fetzig. Und da sind sie dann angegriffen worden von Aliens und sowas. Dann musstest du eine anrückende Alien-Horde mit einem Flammenwerfer abhalten, während unten eine Tür aufgeschweißt hat. Das war so ein Labyrinth-Level dabei. Und am Schluss musstest du halt mit dem Powerloader die Queen bekämpfen. Das war eigentlich nichts Besonderes, aber hat irgendwie den Film damals gut eingefangen. So, ich fliege zur Station zurück. Ja? Ich versuche da mal hinzufliegen, ohne dagegen zu ballern. Ich glaube, das sitzt ganz gut. Na, warte mal, ich nehme mal nicht ganz so hart drauf. So. Auch immer das haut hin. Naja, mit den 4 Marines. Whoa, fucking! Du Witte! Ah! Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist nichts passiert. Keine Sorge. Wo muss ich hin? Gate 3, ja? Ja, glaube ich, ist eigentlich egal, wo man reinfliegt. Aber ich will mich dann gleich bei denen hier unbeliebt machen. Ja, nee, warte mal. Es gibt noch ein zweites Aliens, auch für den C64. Da kommt das, glaube ich, mit dem über den Monitor betrachten eher hin. Aber das, was du jetzt meinst, ja doch, das könnte eigentlich hinkommen. Du hast oben so eine Reihe Monitore, wo du im Grunde genommen die anderen beobachtest, siehst da die Telemetrie von denen. Und immer wenn einer angegriffen wurde, fing es dann an, rot zu blinken. Und dann musst du schnell auf den wechseln und da die Aliens abschießen. Warte mal, ich will mal gerade hier die Shield Battery verkaufen und dafür die X5 kaufen. Oh, geil. Und wenn ich das verkauft habe, dann ist das hier weg, sehe ich gerade. Yay, okay. Nur das Fulcrum Drive C5, da haben sie anscheinend 2 von. Wow, okay. Mal gucken, was es noch für Contracts gibt. Ja, Aliens. Hat mich halt jetzt wirklich dran erinnert, ne? FDN needs to transport commodities to a nearby ship. The waypoint marker will provide the expected location of the waiting vessel and you'll be paid once the item is delivered. Ja, ich akzeptiere das mal. Mal gucken, ob ich den Item dann in den Laderaum kriege oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, guck mal hier. Fusion Generators sind das, wie man hier gesehen hat. Well, okay, dann... Ja, hier Leute, und ob ihr das glaubt oder nicht, das Ding hier läuft in VR, ne? Also ihr könnt hier auch mit einem VR-Headset spielen. Ich habe es gestern mal probiert, habe es dummerweise nicht zum Laufen gekriegt, weil ich nach einer Problemlösung gesucht habe, überall, nur nicht im offiziellen Forum. Hätte ich da mal nachgeguckt, dann hätte ich es schon gehabt. Aber das werde ich auf jeden Fall auch noch testen, weil das sieht ja schon ganz cool aus. So, jetzt lass mal gucken, wo müssen wir denn hin? Hier unten. Da. Einmal Rearview. Ja, sitze ich ziemlich genau drauf. Ja, nur denn, ne? Oh, scheiße, ich habe vergessen zu tanken. Das ist ja jetzt fucking. Wie viel Sprit habe ich denn noch? 278. Okay. Oh. Ist da schon das Schiff? Ja, das sieht gut aus. Ich fliege mal ganz nah an den ran. Da unten hier irgendwie. Mal ein bisschen bremsen. Ja, und man kann hier auch auf Planeten landen, ne? Funktioniert auch.
So, lass uns mal gerade gucken. Wenn ich hier irgendwo dabei bin, hier irgendwo gegen zu semmeln. Und? Na? Leute, was ist? Alles klar? Muss ich jetzt irgendwas machen? Hallo? Was passiert, wenn ich da drauf? Nee, da kann ich nichts machen. Entschuldigung. Kann ich hier oben irgendwas machen? Inventory. Trade? Was? Target Chip? Habe ich den hier überhaupt? Das ist er doch, oder? Ne, ich soll doch wohl hier rein, da in dieses Dings. Schwupp, und jetzt? Alles gut? Also ich bin hier. Gucken wir mal in die Inventory. Man muss draufklicken. So geht das. Ja, das ist ja cool. Gut, dann gehen wir wieder auf die Navigation. Ihr habt hier auch noch ein Menü. Build. Also ihr könnt auch Stationen bauen. Auch dazu gibt es ein Tutorial mit so einer Wall of Text. Und ja, ich habe da auch schon reingeguckt, aber irgendwie ist mir das wieder komplett abhanden gekommen. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich überhaupt mal ein bisschen rumfliegen kann. Und ich bin also wahrhaftig noch nicht ein einziges Mal geplatzt. Es liegt aber daran, dass ich hier wohl im sicheren Sektor unterwegs bin. So, jetzt erinnert mich mal dran, dass ich tanken muss. Ne? Also ich bin hier im sicheren Sektor unterwegs und da wird wohl nicht so intensiv geschossen. Wow! Oida, ich würde sagen, das war eine Punktlandung. Gut. Also, Refuel. Fill Fuel Tank. Pip. Gut, okay. Mhm. Oh. Talison needs an emergency supply of food. This contract can pay an amount below if you deliver at least 50 units of food to any city. Ja gut, aber das Food kriegst du, glaube ich, nicht. Das muss ich mir dann irgendwo her besorgen, ja? Warte mal. Mal gerade gucken, haben sie hier denn Food? Food? Oxygen haben sie mal 24, das ist aber kein Problem. Das Oxygen kriegt man, glaube ich, auch auf dem Planeten einfach so. Kann ich nicht eine Razor Cannon liefern? Ach nee, die kann ich mir nicht leisten, scheiße. Nee, das mit dem Food, da lasse ich mir die Finger von. Hier, komischer Vertrag. Was haben wir denn hier? Mining Contract for Oxygen Units. Weißt du was, die nehme ich mal, weil ich glaube gelesen zu haben, dass man Oxygen minen kann, indem er in die Atmosphäre von einem Planeten fliegt. Und ja, und da einfach die Atmosphäre mit dem Tractor-Beam anzieht. Wir probieren es mal.
Es dürfte dann dieser Planet hier sein. Und ich setze da mal einen Wegpunkt. Ja, guck, da ist ein Wegpunkt schon vorgefertigt. Klick. Das war der, den wir gerade gesehen haben, da unten der grüne. Okay. Okay. Oh. Oh, jetzt habe ich das HUD ausgeschaltet. Oh, nee, ich will kein Cargo jettison. Ich wollte hier launchen. Oh, hoffentlich platze ich nicht. Aber wenn du mit dem Ding hier, glaube ich, so auf die Atmosphäre kommst. Wow! Ja. Ja, dann platzt man. Es war ein bisschen dicht. Ja, und der Gunman schreibt noch, klingt einfach. Ja, ne? Guck. Da hat's mich zersägt. Okay. Ja. Filigran-Navigator sofort tot. Was habe ich denn hier? Immerhin mein Fulcrum Drive. Also man kann auch, ich zeige es, man kann hier von Hand saven, ja. Aber ich habe ja Autosave aktiviert. Also, da ist die Mission wieder. Ich nehme sie nochmal. Wir probieren das nochmal. Achso, was wir eben gemacht haben hier, diese Geschichte mit dem Rückwärtsfliegen. Ja, ich mache nochmal kurz. Rip. Diese Story hier. Ich kann dabei beschleunigen. Und der Gag ist, also im Gegensatz zu Elite Dangerous, ist das hier wohl nicht gedeckelt. Das heißt, ihr könnt beschleunigen, bis zum Schwattwern. Ihr müsst euch halt nur immer dessen bewusst sein, dass ihr die Kiste ja nachher auch wieder irgendwie zum Stehen kriegen müsst. Ne? Und naja, Schub gegen Schub muss ich einem alten Elitero nicht erzählen. So, pass auf, wir probieren das nochmal. Ich gehe mal hier hin. Ne, halt, Entschuldigung, dahin. Jetzt bestimmt weit genug weg. Oh. Und. Oh. Hm? Ja. Yes. Habt ihr es gesehen? Ja, so macht man das. Achtung, jetzt dauert es 4 Stunden, bis ich unten bin. Waypoint 78k. Na, großartig. Aber gut, wir können hier noch ein bisschen Stoff geben. Ich glaube, in der Atmosphäre muss ich auf 1000 Sachen oder sowas runter. Irgendwie sowas. Oh, das sind noch 69k, ey. Jetzt wird's schön schnell. Jetzt wird's schnell schön. Ja, auch heute wieder brav antialkoholisch. Morgen ist Arbeit angesagt, Leute, wie jeden Tag die Woche. Nächste Woche kann ich vielleicht schon mal ansagen, haben wir möglicherweise etwas mehr Zeit miteinander. Weil für mich ein bisschen familiäre Pflichten wegfallen. Ich habe also quasi sturmfreie Bude. Da können wir vielleicht mal ein bisschen was länger machen. Mal so ein Stündchen länger oder so. Okay. Velocity below 3000. Okay. Yeah. Gut. Aber wir müssen immer schneller als 200 Sachen bleiben, ja? Sonst kommt da nur Goraz raus. Jetzt probiere ich das mal. Ich mache mal mein Mining Beam hier an.
Ich habe keine Ahnung. Ah, seht ihr, Oxygen. Da. Da sammle ich schon was. 25 Stück muss ich sammeln. Ja, machen wir das doch mal, ne? Wow, 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 was ist denn jetzt los? Hallo, hallo. Ruhig, Braune. Da scheint wohl irgendwie Heavy Weather zu sein. Approaching Thunderstorms, mein Gott. Oh, ja, 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 ja. Ich ziehe ja schon hoch. Ich guck mal, ob ich uns aus dem Wetter hier rausfliegen kann. Lass mal gerade schauen. Was sagt denn meine Inventory? 19. Also 5 Oxygens brauche ich noch. Na auf, wir weinen weiter. 20. 21. 22. 23. Oh. 24. 25. Hoch, 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 hoch. Nochmal gerade gucken. Jawohl. 25. Ich hätte das jetzt wirklich treiben können bis runter auf 0, ja. Und dann also auch tatsächlich da über die Planetenoberfläche fliegen. Da findet man dann auch so Ground Installations und sowas. Hat das Spiel alles. Alles von einem Typen gemacht. Ja, es sieht ein bisschen strange aus, zugegebenermaßen. Aber trotzdem, ich finde es ganz cool. Ich finde es echt cool. Gut, und jetzt probieren wir mal wieder in Richtung Station zu kommen. Hier so dahin. Und ab geht die Post. Quantum Travel is now on. On? Ah. Ah. Where is the station? Skandal! Wo ist die Station? Da! Da, da, da ist sie. Da, 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 da. So. Dann säbeln wir mal mit 6000 Sachen auf die Station zu. Das ist wie beim Tanken, habt ihr es gesehen? Ja, komm, 20 Euro, zick, 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 20 Euro, zick, zick, zick. Dann 20 Euro, 3 Cent. Scheiße. Wer hat's noch nicht gemacht, ha? Das ist jetzt aber noch irgendwie so ein Stück bis dahin, ne? Egal, komm, lassen wir fliegen. Ich drehe in der Zeit ein bisschen das Schiff, das ist unterhaltsam. Da, ich drehe es nochmal. Hier, das ist doch Gulasch, das dauert Jahre, bis ich da bin. Warte mal. Versuch das noch mal ein bisschen. Ah,
Hoffentlich tut das kein Schlag. Aber kann das jetzt sein, dass ich noch weiter weg bin? Kriegst du doch einen scheiß Föhn. Moment, 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 Moment. Rearview. Aha, siehst du, siehst du, siehst du. Ich glaube, das war das Problem. Ich war irgendwie zu tief geraten, ne? Und jetzt, hui, halt, 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 Schub weg. Schub weg für den Fall, dass ich da genau reinsäge. Ne, da ist er. Guck, guck, guck. Ja, ich komme von unten und ich komme gebückt. Ja, Leute, was machen wir denn am Freitag? Ich bin mir da noch unschlüssig. Oh, 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 zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Scheiße! Oh! Oh, scheiße. Ja, das ist jetzt übrigens die von mir angesprochene Masseträgheit. Achso, ich hatte die Nörschel noch an. Ja, selbst dran doof. Das kann ja auch nichts werden. Dummer Mann. Five. So. Schwupps. Gut. Ja. Okay, jetzt haben wir also auch mal ein bisschen Sauerstoff gemeint. Was haben wir denn noch? Ja, das ist anscheinend fertig. Needs an item recovered and returned to the local station. Das habe ich schon mal gemacht, aber da ging es eher darum, dass ich so ein Item nur, ja, identifizieren musste. Warte mal. Machen wir was anderes. Obacht. Wir refuelen jetzt erstmal. So. Oh, mein lieber Scholli, der war teuer. Hi. Erweiterung. Oh, das mache ich mal. Das mache ich mal hier. Complete an orbital scan of a section of terrain on the local planet surface. Ja, da muss man doch auch wieder durch so ein Dings fliegen, durch so ein Tunnel. Das mache ich mal. Das heißt, ich muss mich wieder an den Planeten ranmanövrieren. Ja. Achtung, Obacht. Ich setze mich mal dahin. Und puh. Hoffentlich ist weit genug weg. Wenn nicht, ist hier wie so eine richtig fette Fliege auf der Windschutzscheibe. Pow! Und? Ja, 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 ja! Gut, okay, da ist mein Nav-Punkt. Und wo ist der
Dings? Nee, Quatsch, das ist das Schiff, das ich anvisiere. Das ist Gulasch. 31k, ja, da fliegen wir mal drauf zu. Und da müsste ja dann auch wieder so ein Tunnel anfangen. Probieren wir mal. Also zumindest glaube ich das. Nichts überstürzen. Wisst ihr, warum ich Plastikflaschen liebe? Deswegen. So, ich komme hier auch direkt senkrecht runtergesägt, ne? Warte mal, bin ich da jetzt schon durch? Da unten ist es, da unten ist es. Seht ihr es? Da. Da ist es. Ich komme hier natürlich mit 3000 Sachen angescheppert. Gleich wieder, bloß nicht schneller als 3000 und Ja, komm, ich mach schon mal ein bisschen langsamer. Ist okay. So, mit 2,8, das schickt auch erstmal. Ich krieg die Kiste doch eh im Laptop nicht abgefangen. Langsam. Komm. Was es da oben mit dem Heat auf sich hat, das habe ich auch irgendwie noch nicht so ganz verinnerlicht. Äußerlich. So, ich will aber gucken, dass ich hier nicht vorbeischöppe wie ein Geisteskranker. Ich habe da bestimmt wieder nur eine begrenzte Zeit, oder? Ah ja, fliegen wir mal ran. So, was passiert nur? Kann ich jetzt hier einfach durchsägen? Ja, das ist schön. Komm her. Upp. Bis hierhin war es leicht. Fängt das jetzt auch nochmal an, Kapriolen zu machen? Irgend sowas? Hallo? Und noch was, ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich bis jetzt auf noch niemanden geschossen habe? Ich fühle mich schlecht. Steht hier auch irgendwo was, wie viel ich noch durchfliegen muss? Nee, ne? Ja, ne? Ich flieg dann hier mal so. Ich sehe nichts. Okay. Gut, haben wir mal 17k Kracher gemacht. Ja, gefällt mir. So. Dann machen wir uns wieder an die Station ran. Busch. Hoffentlich jetzt ein bisschen näher als eben. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Einer von uns beiden steht auf dem Kopf, die Station oder ich. Ja gut, der Klügere gibt nach, aber nicht auf. So. Ja, ich kann hier beim Antrieb den Schub auch noch ein bisschen skalieren.
Gut, ich glaube dann so langsam habe ich hier ein bisschen genug gemacht, ja? Oder? Was meint ihr? Also steuern lässt sich auf jeden Fall einwandfrei. Ja, merkst du schon, wo das Vorbild herkommt. So, erst wieder refuelen. Warte mal, ich habe jetzt 104. Naja, es geht. 3000 für Sprit. Das ist ja fast wie aktuelle Spritpreise hier, ne? Wenn wir gerade gucken. Metal Ore, okay. Was haben wir sonst noch? Weiß ich jetzt nicht, woher man das kriegt. Muss man da wahrscheinlich auf die Asteroiden losgehen, ne? Search a lost item that crash landed somewhere on the surface of this planet. Nee. Das was der lost item, ja, kriege ich aber gerade nur das Geld für Sprit raus, das ist auch doof. Nee. Und es ist time to race wieder. Wisst ihr was, wir machen was ganz anderes. Wir fliegen jetzt einfach, um das auszuprobieren, mal. Irgendwo hin. Da ist das so ein Asteroidenfeld, das habe ich mir noch nie angeguckt. Da fliege ich jetzt mal hin und guck mal, was passiert, wenn ich mit meinem... Da unten, guck. Da so mal hin. Gerade gucken, der Rearview, noch ein bisschen runter. So, ich will gucken, was passiert, wenn ich da mit meinem Mining Laser draufhalte. Also das Ding, was wir eben benutzt haben, um den Sauerstoff einzusammeln. Falls ich da jetzt nicht irgendwo in irgendwelche Brösel reinplacke. Aber guck mal, ist gerade mal gone out. Hallo, liebe Asteroidioten. Droiden. Okay, bin ich vielleicht noch ein bisschen weit weg? Okay, dann sägen wir genau in die Mitte rein. Machen wir es eben so. Einmal. Hoffentlich nicht durch ein Asteroid. Ansonsten. Achtung. Wie sitze ich denn hier eigentlich? So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wo sind sie? Hallo? Irgendjemand hier? Ah, guck da. Guck. Lauter Asteroidioten. Guck ich mal, ob ich Macke kann. Farmi. Kann ich irgendeinen davon? Nee, ich kann jetzt keinen anwählen. Ne? Warte mal, wenn ich sage hier oben Target Radar. Ah, nee, der geht nur auf Chips. Das ist Quark. Das, der hier, der sieht gut aus. Der sagt ja buchstäblich, farm mich ab. Farme mich. Hammer. Das ist so die Frage. Ja, das ist noch zu weit weg. Ich mach mal langsam. Dass ich jetzt nicht hier wirklich voll vorzwiebel. Ja, kann ich ihn schon? Nee, noch zu weit weg. Und. Scheiße. Jetzt aber. Ah, jetzt.
Was kriegen wir? Metal und was? Das Platinum oder was auch immer, ja. Ich glaube, im Tutorial hieß es, dass man hier so ein bisschen hin und her schwenken soll. Oh. So geht Mining. Okay. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, was ich schon abgefarmt habe und was noch nicht? Sagt mal ein Inventory. 10 Metal, 22 Platin und 5 Diamond, ja, wenn ich das richtig sehe. Weiter geht's. Hier Diamond und Platin. Das ist ja echt geil. Pisse und Scheiße dran hier. Ah, okay. Platin ist voll. Platin könnte ich noch ordentlich rausziehen hier. Okay. Er scheint mir abgefarmt zu sein. Ja, suche ich mir einen anderen. Warte mal. Wo fliegen wir denn hin? Der da hin. Da. Der sieht schön aus. Langsam. So. Also, geht weiter. Schick. Diamant ist auch voll. Gut. Metal ist auch noch was zu holen. Komm. Oh, okay. Das bedeutet, ich bin komplett vollgelaufen, ne? Jawohl, je 25. Müsst mal gucken, wenn ich den ganzen Triss verkauft habe. Ob ich vielleicht irgendwie eine Erweiterung kriegen kann, so eine Laderaumerweiterung oder sowas. Was wollte ich? Launch. Auf geht's. Was heißt denn hier Burp? Wenn ihr eine rülpst, dann bin ich das.
Where is my station? Here it comes. Gut, okay, jetzt haben wir uns das angeguckt. Also ich bin ja neugierig, ich fliege jetzt mal, also ich versuche mal in einen anderen Sektor zu fliegen. Wir gucken mal, was da abgeht, ob da vielleicht irgendwie was Interessantes ist. Also, falls sich irgendjemand jetzt erst zugeschaltet hat und sagt, Mensch, Skinner, spielt ihr schon wieder irgendwie sowas Uraltes oder sowas? Nein, das ist ein aktuelles Spiel. Evocron Legacy. Das Englisch heißt auf Deutsch Evochron Legacy. Und wird von einem einzigen Burschen programmiert, der aber, wie ich finde, bis jetzt einen sauguten Job gemacht hat. Sieht halt ein bisschen altbacken aus, aber egal. Mal gerade gucken, ob die hier immer noch den... Achtung! Hättest du Indicated Waypoint am Arsch, warte mal. Das verkaufe ich erstmal und das Zeug verkaufe ich und refuele mal. So, Fill Fuel Tank, zack. Und jetzt fliege ich zu dem... zu dem Indicated Waypoint und flieg gleich wieder zurück. Entschuldigung. Wenn ihr euch sowas hier zulegt, ja, wenn ihr Bock auf das Spiel habt, dann mein großer Tipp, spielt's mit Kopfhörern. Weil das hat ein paar richtig schöne Bässe drin. Hui. Aber wisst ihr was? Wenn ich jetzt schon gerade da bin, das Metal habe ich ja, dann mache ich mir doch gleich nochmal die Schläuche voll mit irgendwelchen Dingern hier. Klar, komm her. Hallo, hopp, wir fliegen erstmal zum Navpoint, ja. So, welchen nehmen wir hier? Einen von den 6000er. Der da, der hat gewonnen. Ne, der. So, dann fahren wir den hier leer. Ja, und gleich geht's wieder los. Ah, jetzt rennen wir dem guten Zeug. Ah, warte mal. Jetzt kann es natürlich passieren. Stopp, 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 stopp. Jetzt habe ich zweimal Metal. Schmeißen wir das weg? Das schmeiße ich mal weg. Also egal, zieht er jetzt sowieso wieder. Kann ich machen, was ich will. Also egal, ziehe ich halt mehr Metal. Ah, okay. Jetzt hat er was anderes gezogen. Gucken. Jetzt hat er zweimal Diamond. Egal, dann werden halt Diamanten gezerrt. Und soweit ich es mitgekriegt habe, verbrauchst du auch nur Sprit, wenn man wirklich hier Stoff gibt. Ne? Also normalerweise jetzt dürfte ich eigentlich überhaupt keinen Sprit verbrauchen.
So, und weil das Mining hier noch langweiliger ist als bei Elite, lassen wir das an der Stelle gut sein und fliegen einfach zurück zur Station, weil ich habe ja im Grunde genommen alles, was ich will. Das ist jetzt natürlich doof. Okay, er geht durch. Okay. Schilde scheinen okay zu sein. Meine Hülle ist auch in Ordnung. Hey, jo. Alles gut. So, ich versuche jetzt mal einen anderen Sektor zu fliegen. Mal gucken, wo ich da rauskomme und was da passiert. So, okay. Cargo space not available for material class. Ah ja Gott, ich hatte halt schon... Baff, ich hatte halt schon genug von dem Zeug. Ich kann immer nur 25 in einen Slot rein. Und ich hatte schon 25 Metal. Und dann zweimal Diamond. So, warte mal. Ich wollte nochmal refuelieren. Warte mal, was war denn bei Enter Station? Gab's doch auch. Was passiert denn dann? Gar nichts, dann bin ich drin. Okay. Gut, schnell. Launchen wir wieder das Schiff. Und ich fliege jetzt einfach mal in einen anderen Sektor. Wusch. Was ich jetzt nicht kapiert habe, weswegen er dann später, wenn du noch andere Materialien dazu kriegst, weswegen er die nicht alle dann wieder stapelt, sondern dann plötzlich zweimal dann Diamond oder hatte ich bei dem Diamond schon 25? Nee, ist doch Quark. Ach, ist aber egal. Auf jeden Fall, Mining ist langweilig, aber ertragreich. So, jetzt pass mal auf, jetzt machen wir das so. Ich gehe jetzt mal hier einfach rein, ja? Ich spring da mal rein. Und da gucken wir, was passiert. Wenn er es jetzt nicht in einem schafft... Wie war das denn? Wenn er es nicht in einem Rutsch schafft, dann macht er jetzt, glaube ich, mehrere Sprünge. Wir gucken mal, was passiert. Ich habe auch keine Ahnung, was in dem anderen Sektor da jetzt los ist. Okay. Cleared for Gate 1. Achso, das waren die Dinge von der Station noch. Okay. Ja, dann gucke ich mal hier rein und hier mache ich, ich sag mal, Ping. Passiert da irgendwas? Passiert nichts, ne? Ich mal drehen hier. Na, easy. Ist kein Planet, hier ist kein Gornout, ne? Schwupp. Schwupp. Gornout. Phil ist das nett. Da sehe ich was. Da. Ich spring da mal hin. Hoffentlich klappt's. Natürlich, wenn ich jetzt da hinspringe und es klappt irgendwie nicht und aus irgendeinem Grund sitze ich dann plötzlich ohne Dings da, dann bin ich gefickt. So, schauen wir mal.
Also hier irgendwo muss es ja so ein Jumpgate geben. Aber so in Sichtweite unmittelbar habe ich erstmal nichts. Ja, lass mal schauen. Da ist ein Jumpgate, ja. Was passiert denn, wenn ich Ping mache? Ping. Ich spring mal zu dem Gate. Ich spring mal zu dem Gate und säg da einfach mal durch. Mal gucken, wo es mich hinführt. Vielleicht müsste mich direkt einer platzen. Da ist das Gate. Oh. Wie funktioniert denn das Ding? Muss ich ja einfach reinfliegen? Ich fliege einfach mal rein. Hui! Hui! Boah, jetzt wird es schön bunt hier. Habt ihr gesehen? Boah! Ein Brett. Oh, ich sehe schon, es läuft die Zeit weg. Hoffentlich passiert jetzt was Fieses. Ah, wir sind... Warte. Oh nein. A, B. Warte, warte, warte. Oh, wir sind irgendwo anders. Cool. Ich glaube, ja, nee. Wir sind nicht in unserem Ursprungssektor. Ich habe nicht auf die Koordinaten geguckt. Mea culpa. Zu Deutsch meine Kulp. So, Achtung. Ich spring mal da zur Station hin. Hoffentlich sind sie uns wohlgesonnen. Hallo. Hey, wo ist denn das Stationchen? Da ist ja das Stationchen. Halli, hallo. Schiffe reisen genauso wie die anderen. Mal gucken, was es hier Schönes gibt. Okay. Zumindest öffnen sie nicht gleich das Feuer, also scheine ich noch irgendwie in freundlichem Territorium zu sein. Ja, auch nicht die geringste Ahnung, was ich wo wie machen soll, ne? Lass mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Knarren sein sollen. Also, man kann ja hier in die Item-Database reingucken und da hat man die ganzen Waffensysteme und sonst was alles mit Erklärung. Setzt natürlich auch wieder die Bereitschaft von viel Leserei voraus. Ratet mal, was mir im Moment gerade so ein bisschen abgeht. Okay. So, warte mal, mal gucken. Hier, removing dirt particles from the surface of each solar panel using a tractor beam. Ja, aber für 5550. Das ist doch ein bisschen Goratz, oder? Machen wir mal weiter, mal gucken. Machen wir mal. With a deploy constructor. Nee, ach, für 5,5. Nee, nee. Raise für 11.000, okay. Transport Commodities für 3000, 2000. Ne, ich fliege in einen anderen Sektor. Das geht so gar nicht. Das ist ja... Bleh. Five.
Skandal. Wir müssen jetzt mal rauskriegen, hier auf dem Planeten, da gibt es doch bestimmt irgendwas, ne? Ich flieg da mal hin. Wir probieren mal irgendwie, warte mal, hier gibt es doch was. FDN? Ja, hier muss doch irgendwas sein. Warte mal, ich säge mal hier kurz außerhalb der Atmosphäre. Also zumindest hoffe ich, dass ich das tue. Ihr kennt das. Was jetzt kommen könnte. Nee, scheint gut gegangen zu sein. Wow, ein Cruiser. Hallo Cruiser, alles klar. Habe ich hier... Ja, guck, da ist noch eine Ground Installation. Die fliegen wir mal an, komm. Hier gibt es aber auch irgendwie... Warte mal. Ich muss gerade mal was gucken. Ich muss gerade mal in die Settings reingucken. Achso, ja, können wir auch gerade mal schauen hier. Für den Fall, dass sich jemand dafür interessiert. Also hier die Access Configuration könnt ihr für jeden Controller, den ihr dran habt, separat machen. Ne? Könnt ihr dann hier die Achsen... Ups, das ist jetzt momentan der Joystick. Könnt ihr jeder Achse irgendwas zuweisen. Und hier habt ihr dann die ganzen... Buttons, die ihr zuweisen könnt. Und ich wollte gerade mal schauen, warte mal, View Controls. V ist das, okay. Page Up, Insert, Home und End. Alles klar, okay. Save and Exit. Also V. Ah. Aha. Und was hatte der noch gehabt? Oh, irgendwas Fieses habe ich jetzt gemacht. Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade vollen Schub rückwärts gegeben oder so. Aber auf jeden Fall, das ist ein Third-Person-View. Kann ich den hier nicht irgendwie noch ein bisschen drehen oder so? Ach, ist ja auch egal. Oh, fuck. Was haben wir jetzt hier? Guck mal, so sieht mein Schiff aus. Hoffentlich fliegt da gerade irgendeiner rum. Ihr Hunde, ihr Schweine. Yay. Ja, ist okay. Ist okay. Ah, gut, hier sind wir wieder daheim. Gut, los geht's. Hey, hey. Habe ich irgendwas abgeworfen? Das hat sich eben so angehört. Ist egal, dann habe ich halt was abgeworfen. Mein Gott, dann ist es eben weg. So, da unten landen wir mal. Ja, wir sind mit 2,7 hier locker im Rahmen, ne? Wir landen da mal und dann gucken wir mal, was da Leckeres gibt zu essen oder so. Ob die auch Missionen anbieten. Ja, vielleicht nicht ganz so heftig hier runter, Kessel. Okay. Wo genau muss ich da hin? Ich habe das schon mal gemacht, aber es müsste da müsste der Docking-Kegel sein. Da. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Hossa! Hossa! Fiasco, Fiasco Mexicana! Was ist mit der Steuerung los? Ba-bam-bam! Da ist windig, Leute!
Und aufpassen, dass ich nicht unter 200 Sachen komme, sonst fällt die Kiste runter wie ein Schatein. Scheiße! Ja, Collision Alert, halt's Maul! Okay. Wow, oida. Was ein Ritt. Jetzt sag bitte nicht, das sind die gleichen Missionen. Ach, was ein blöder Fuck, ey. Das sind die gleichen Missionen. Scheiß die Wand an, ey. Oh, es wird warm, es wird warm. Stimmt ja, nicht über 3000. Ich vergoß. Oh, ich wollte nur noch mal gucken, wie der Effekt ist. Okay. Wir machen das jetzt ganz anders. Lass mal gucken. Was ist denn hier? Das sieht ja fies aus. Was ist das denn? Ich bin so ganz sicher, wenn ich jetzt hier in das Tor reinfliege, dann müsste ich ja eigentlich wieder hier rauskommen. Ne? Wie ist das denn? Ah, wie war denn das? Da ist die nächste Station, okay? Agathe Hub! Wisst ihr was? Wir fliegen jetzt zum Agathe Hub. Wir müssten mal gucken, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Oh! Okay. Ist, Hoppla. Okay, wir machen das anders. Wo bin ich? Hier bin ich, ja? Ja. Was passiert denn eigentlich? Ich gehe nochmal hier auf das Jump Gate, wenn ich da jetzt nochmal reinfliege. Ah, noch ein bisschen näher ran. So, ich hoffe mal, das passt. Musste echt hier aufs Pixel zielen, ne? Warum knall ich jetzt nicht ins Tor? Nee. Gut gelaufen. Okay. Wenn ich jetzt da reinfliege, müsste ich ja eigentlich bei dem anderen wieder rauskommen, wo ich vorhin rein bin, ne? Ja, mal gucken mal. Wusch. Oh. Eye-popping Speed. Wusch, was war das jetzt? Da bin ich jetzt gerade irgendwo vorbeigesenkt. Ich bin jetzt... Wait, da unten ist mein Heimatsektor, ne?
Und ich war nun gerade eben... Das ist der mit den Asteroiden, mit den Asteroiden. Ja, Sack und Asche nochmal. Wo war ich denn eben? Tatsache ist, da ist gerade mal so gar nichts. Was haben wir denn hier nur? Sonne, hm? Was machen wir denn da? Sender, okay. Aha, da ist meine Position. Gut, gut. Dann fliegen wir wieder hierher zurück. Und zwar genau zum Jump Gate. Jo, das passt sogar. Hey, hey. Woo! Ups. Irgendwas britzelt. Da ist mir wohl... Nee, mein Schild ist mir nicht abhanden gekommen. Okay, wo sind wir daheim? Hello? Hier irgendwo müsste ja ein Jump Gate sein. Aus da hinten erst. Dann springen wir noch näher ran. So, Rearview. Sieht gut aus. Hops. Und? Wo? Hier hat es irgendwie kein Jump Gate. Was ist denn das da? Hey, wo ist es denn? Habe ich mich irgendwie total verfranst, sag mal. Aber ich sei doch da. Mitten drauf, komm. Also noch näher kann ich jetzt nicht drauf, glaube ich. Gut, okay, ich habe jetzt ein Review nicht geguckt. Busch. Ich sehe das Ding nicht. Transport, Firestar. Alles Mögliche. Hallo. Aber das geht, sehe ich nicht. Die Russen sind da. Was machen wir stattdessen? Ich wollte ja mal... Kann ich zu diesem Planet hier hin? Klappt das? Ja, klappt. Wir fliegen da mal hin. Ich will nur noch mal gucken, wie der aussieht. Und ich glaube dann, wenn man da landen kann, lande ich da noch mal. Gucken, ja, dann reicht es aber auch für heute. Ich kann schon mal ankündigen für Freitag. Entweder Elite Dangerous, wie gehabt. Oh, guckt mal, hat einen Ring. Ein Ring. Ich will mal gucken, ob man da durchsägen kann. Und wenn ja, was dann passiert.
Könnte ein bisschen länger dauern, aber wird schon. Ja, also entweder Elite Dangerous oder wir könnten auch mal in X4 reingucken. Muss ich mir aber noch mit mir selbst einig werden. Eins von beiden machen wir. Elite Dangerous oder X4. Und vielleicht als eins der nächsten Spiele fassen wir mal ins Auge, wenn wir schon so bei den Elite-Alternativen sind. Scheiße, wie heißt's? Von Voxelware. Tja, siehst du, jetzt habe ich gepennt. Wie heißt's denn? Tadadam. Avarion. Genau, Avarion. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Avarion. Ich glaube, hier auf dem Planeten ist gar nichts. Ne? Kann das sein? Was passiert denn, wenn ich hier auf Ping drücke? Passiert gar nichts, ne? Okay. Ach, jetzt verstehe ich's. Mist. Komme ich hier nach Atlas? Mist. Aber hier war ich doch vorhin, ne? Schöne Scheiße. Das sind die Jump Gates. Gut, dann. Ich bin hier noch auf Inertial. Dann gucken wir einfach nur noch, was passiert, wenn ich in dem Ring ankomme, ob ich dann mitten im Ring platze oder nicht. Ja, Avarion, das ist auch ein interessantes Ding von einem kleinen deutschen Indie-Studio gemacht. Auch mit einer sehr gewöhnungsbedürftigen Optik, bei dem aber relativ cool ist die Tatsache, dass ihr euch eure Schiffe komplett selbst bauen dürft. Ja? Also Leute, wenn ihr gern mit Lego gespielt habt als Kinder oder vielleicht auch heute noch spielt, ja, Lego ist ja immer noch groß im Trend. Okay, geht einfach so durch. Cool. Okay. Also, wenn ihr das gerne macht und Spaß an sowas habt, dann können wir gern mal in Avarion reingucken. Vielleicht bei Gelegenheit demnächst. Gut, für heute lassen wir das mal. Also, das war in jedem Fall Evocron. Ach, ja doch, Evocron Legacy. Evocron Legacy. Für euch hat es vielleicht ein bisschen komisch ausgesehen oder so. Für mich war es jetzt einfach nur rumprobieren. Aber es macht Spaß. Es macht echt Fetz. Kostet auch nur ein paar Eusen. Auf Steam kriegt ihr das beispielsweise. Ihr kriegt es aber auch direkt auf der Webseite vom Hersteller. Aber guckt ruhig mal auf Steam nach. Jo, ich werde auf jeden Fall hier noch sehen, wo die Reise hingeht. Weil eins ist sicher, das Spiel verfolge ich weiter. Das macht mir schon Spaß. Das hat einfach was. So ein paar Mechanismen muss ich halt einfach noch durchblicken. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, denkt immer dran, Tutorial ist halt eine furchtbare Wall of Text. Walls of Text, Plural. Sogar Pluräle. Okay, ja Leute, wir haben erfolgreich die Woche geteilt. Dann sage ich mal, bis Freitag, entweder Elite Dangerous oder X4. Gunman, mach's gut. Leute, gehabt euch wohl. Wir sehen uns hoffentlich. Und tschüss, macht's gut.